Duck. Oh ja, natürlich kenne ich ihn. Wir sind uns doch damals bei diesem Fall an der Universität begegnet. Also die Sache ist die, er hat vergessen, dass heute Mrs. Hastings ganz besonderer Tag ist und hat deshalb kein Geschenk für sie. Was? Sie kriegt da, heute Tobi! Ihre Periode? Schwupp! Ja, das muss es ja sein, Tobi! Weil er hatte ja sowieso eine Glatze. Ja, Tupi. Ja, ist es ja. Aber ja. Warum muss es grau sein? Weil er dachte, sieht komisch aus, weil das braun ist und sein Bart weiß und seine Augen braun weiß. Deswegen hat er sich das angepasst. Weil seine Enkelin drauf plädiert hat. Aber das hätte doch auch bei dir hat's auch geklappt. Bei die verlorene zu. Ich hab kein Toupet. Nein, aber bei dir hat's zu dem Bart auch geklappt. Trotzdem. Nein. Das ist trotzdem gemein, dass sie das. Das, weil dann hätte man ja die gleiche Denkweise schon in die verlorene Zukunft anwenden können. Wieso? Er ist ja einfach nur dadurch stutzig geworden. Ja, aber er hat es als Beweis ange... Stutzig. Kein Handy, keine SMS? Dann müssen wir wie die Höhlenmenschen einen Brief schreiben. Ja. Ich sag mal so, ich könnte ja wenigstens mobiles Internet nutzen und durch WhatsApp noch erreichbar sein, wenn ich dann so ein scheiß Extra-Gerät mitnehme, was mir als mobiler Hotspot verfügbar ist. Aber das kann auch nicht die Lösung sein. Also ich glaube, ich werde mir demnächst wieder ein neues Handy kaufen. Das geht nicht. Nee, ich schaff's noch einmal in die Werkstatt und wehe, die kriegen das nicht hin. Die reparieren das ja jetzt sowieso schon auf Reparaturgarantie, weil es beim ersten Mal und zweiten Mal nicht hingehauen hat. Ich muss ja nichts dazu zahlen, aber trotzdem. So. Okay. Umschalten. Einschalten. So. Tatsächlich unschön, ja. Wir haben verzweifelt versucht, etwas für ihn zu finden, aber ereignislos. Ergebnislos. Ergebnislos. Erlebnislos. So wird es unglaublich enttäuschend sein, wenn er nicht einmal ein Geschenk für sie auftreiben kann. Ja, Akku-Router mit SIM-Slot, sowas hab ich ja. Aber ich find's scheiße, das dann auch mit mir rumschleppen zu müssen. Ja, verstehe. Aber hör gut zu, Catriel. Geschenke sind ja schön und gut, aber sie sind eher das Fass ohne Boden als der heilige Gral. Wie bitte? Ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. Kennst du die Redewendung, der Gedanke zählt? Nee, nie gehört. Was ist denn das für ein Blödsinn? Wer hat sich das denn ausgedacht? Eben, also ich meine, bei Ernest ist das eher andersherum. Das Geschenk zählt. Ja. Ja. Dabei geht es nicht zwingend um den Gedanken an ein Geschenk. Es geht darum, dass er daran denkt, gemeinsam zu feiern. Daran, was seine Frau alles für ihn tut. Daran, wie sehr er sie liebt. Ich für meinen Teil würde sagen, dass es einer Frau weit wichtiger ist, solche Dinge zu hören, als es ein Geschenk je sein könnte. Schatz, ich möchte dir sagen, die Zeit, die wir zusammen verbringen, ob im Stream oder nicht, ist wirklich die schönste Zeit, die ich verbringe. Schleimer. Ja, wenn er ihr sagt, was er für sie empfindet. Meine Güte, das ist alles so romantisch, nicht wahr, Miss? Ah, jetzt passt auch der letzte Kommentar im Chat. Wegschalten. Ja, wird jetzt getan. Ja, grässlich. Danke, Dekan. Das war ein wundervoller Denkanstoß. Dann mal viel Glück, junge Dame. Und nicht aufgeben. Das würde dein Vater schließlich auch nicht machen, habe ich recht? Ah, mein Vater! Daddy! Oh hier, gib mir einen PC, ein Bett, Ruhe, laktosefreie Milch, dann bin ich zufrieden. Schokolade. Würde bei ihr noch fehlen, genau. Ja. 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 Bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Das wäre doch was für mich. Ich muss dann mal weiter. Lass dich mal wieder an der Universität blicken, ja? Du bist noch eingeschrieben. Nicht aufgeben. Also... Ich will ja nicht, aber der Fall ist alles andere als einfach. Das Tageslicht ist schon so gut wie weg. Das war's dann, oder?
Du musst doch mal an dich denken, Miss Layton. Leg doch mal die Füße hoch. Warum gehen wir nicht einfach zurück ins Büro? Ich habe da was vorbereitet. Schokolade! Ja, genau das. Ich bin so nah dran an einer tollen Idee. Ich spüre es. Was mache ich bloß? Was mache ich bloß? Ding, 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 ding. Und dann nur noch eins, dann können wir den Fall lösen. Ja! Und dann wird sie endlich darauf kommen, dass er Zeit mit ihr verbringen sollte und dann ist es zu spät. Wahrscheinlich. Oh Gott. Und dann in einer Nebelnachtaktion sammelt. Nacht- und Nebelaktion sammelt er die Leute im Park und Lichter und alles und keine Ahnung was. Ja. Und so ein großes Tamtam. Dekan Delmona meint, es sei viel wichtiger, einer Person seine Gefühle zu zeigen, als ihr ein Geschenk zu machen. Doch wie kann der Inspektor seine Gefühle zeigen? Oh, ganz schwer. Ja. Okay. So. Hier waren wir ja schon, also ja, zur Chancellor Lane. Ah, wir müssen also jetzt zum Fahrrad. Ja. Ah, Benny! Der hat bestimmt wieder ein Rätsel. Ach, oder nee, das hat er schon mit dem letzten. Wir haben schon mit dem geredet, oder? Ja, haben wir. Ah, schade. Stimmt, der war schon letztes Mal dabei. Was? Vielleicht sollte er womit aufhören? Das muss ich nochmal lesen. Vielleicht sollte ich für heute damit... Ach so, für heute. Ja. Damit aufhören, zu Poponios zu verkaufen und einfach mal Karotten essen. Ja. Finde ich gut. Hör für immer damit auf. Chancellor Lane. Pommes ist auch Gemüse. Ja, und mit Ketchup dazu ist ein richtiger Salat. Ich musste mich auch gerade daran erinnern, an den Screenshot, den ich dir geschickt habe. Kaufen Sie einfach Pony oder Sie werden es bereuen. Oh, ja. Denn in der Zukunft werde ich Ihre Tochter belästigen. Das ist aber komisch. Was ist der Nadelstreifen? Irgendwas fühlt sich hier anders an. Auch wenn sich augenscheinlich nichts verändert hat, spürst du das auch? Wenn ich so darüber nachdenke, ja, hier kommt es mir irgendwie verlassen vor. Aha, das liegt daran, dass hier kaum Leute sind. Wow! Wow. Ganz genau, ja, obvious. Du hast recht. Captain Obvious. Ja, die Straße ist vollkommen leer. Nichts los auf der Chancellor Lane? Das gab es ja noch nie. Kann daran liegen, dass wir hier schon mit allen gesprochen haben. Vielleicht sind sie deswegen verschwunden. Ja. Von den Spieldesignern wurde das so gewollt. Ja. Was? Das kann doch nicht wirklich passieren, oder? Nein, Ernest. Das war doch nur ein Seitenhieb. Ja. Hier muss doch irgendwo jemand sein. Gehen wir mal die Straße hoch zum Büro, da finden wir sicher Menschen. Ah, solange Kakao an Bäumen wächst, ist Schokolade auch Obst. Ja. Schön. Detektiv Layton, dahin? Ja. Ja. Ja, ja. Dann ist es ja langsam. Ja, ist gleich zu Ende bestimmt. Mhm. Hier ist auch niemand. Moment mal, da drüben, schaut, da ist wer. Der letzte Überlebende der Schätzelein. Die Zombies kommen! Hör auf, du machst mir Angst! Aber warum hier wohl so wenige Leute sind? Vielleicht fragen wir besser mal den Mann da. Ach, natürlich, ein Rätsel, damit du wieder auf Gleichstand kommen kannst, langsam. Aber sicher. Entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht, warum hier niemand ist? Ha, ha, ha. Die Antwort ist ganz einfach. Es hat mit dem ganz besonderen Tag heute zu tun. Heute? Also... mit dem Godwin's Day? Ganz richtig. Ein Tag der Ruhe für alle Bewohner Londons. Alle müssen früh nach Hause gehen, wo sie sicher sind. Die Kinder, die eben noch draußen waren, spielen drinnen weiter, in etwa so. Denn jetzt kommt die Säuberung. Wir hätten auch umschalten müssen, das war schon die ganze Zeit, glaube ich, wieder oben so. Nee, ich glaube, ich hatte das... Achso, hast du eben erst gemacht? Okay, super. Kinderspiel. Die Kinder, die im Park gespielt haben, sind alle nach Hause gegangen. Bewege eines der Streichhölzer, um den Grund dafür zu buchstabieren. Eines. Oh Gott. Eines? Eines. Fertig. Nein! Ja! Jetzt weiß ich, wie man das löst. Rätsel sind zum Lösen gemacht.
Was muss rauskommen? Das musst du selber überlegen. Ich hätte jetzt Nacht gedacht. Neid? Ja. Aber das habe ich auch erst gedacht, aber dann kam es mir sofort in den Sinn. Essen. Nein. Frederico! Lalalalalala. Lass das, das erweckt Erinnerungen an Sportunterricht. Habe ich dir doch erzählt, wo unser Sportlehrer uns immer zusammentrommeln wollte? Ja, wenn ich das Lied zu Ende gesungen habe, müsst ihr Liegestütze machen, wenn ihr noch nicht bei mir seid. Frederico! Oh Gott, ja. Okay, aber ich habe halt überlegt, was ist der Grund dafür? Nacht, Essen. Nacht ist ja eigentlich richtig, bloß nicht dieses Wort. Hä? Na, wo sind sie jetzt drin? In einem? Park. Bett. Nein. Es ist nur ein einziges Streichholz. Ja, warte. Und wie könnte man aus Park was anderes machen, was die Nacht widerspiegelt? Dark. Mann, ich wusste nicht, dass es ein englisches Wort sein muss. Oder man nimmt eins weg und man macht Pork drauf. Da stand nicht, dass es ein englisches Wort sein muss. Stimmt, das ist echt gemein in dem Rätsel. Ja. Aber ich war schon so dran gewöhnt, dass es immer englische nicht. Sind. Ich habe gedacht, das ist jetzt ein deutsches. Warum sollte es das? Weil Park auch im Deutschen geht. Was könnte man für ein deutsches Wort ausmachen? Normalerweise steht da immer, es ist ein englisches Wort. Ja, hier steht es diesmal nicht. Oh. Aber das war ja mit den anderen Streichholzrätseln auch immer so. Also ich bin jetzt so von da ausgegangen da. Oh. Okay. Schlafenszeit. Die Antwort lautet Dark. Wing Duck. So, ein Vogel kommt sofort geflogen. Dark, Wing Duck. Die Kinder sind nach Hause gegangen, weil es dunkel wurde. Und weil wir in London sind, ja. Was wohl auch im Anfangstext vielleicht drin stand, heißt das nun mal Dark. Übrigens, hier ist es auch ziemlich dark mittlerweile. Ja. Also, husch, husch, husch ins Körbchen. Blub, blub. Blub, blub. Ha, ha, ha. Ich freue mich, dass das Rätsel rechtzeitig gelöst wurde. Offenbar sind die Traditionen des Godwin's Day doch nicht mehr allen bekannt. Die Traditionen? Was soll das heißen? Er ist ein Tag der Ruhe, ein Tag, an dem man nicht arbeitet. Aber das ist nicht alles, was es an diesem Tag zu beachten gibt. Hab eifrig Spaß, bei Sonnenschein des Abends musst du zu Hause sein. Das ist das alte Motto des Godwin's Day, das darf man nicht vergessen. Man braucht sich nur umzuschauen, die anderen halten sich doch auch daran, oder? Und warum sie nicht? Weg, ab nach Hause mit euch. Verstoßt nicht gegen das Gesetz des Godwin's Day, denn sonst kommt die Säuberung und ihr werdet getötet. Was? The Purge. Ja, ich weiß. Das erinnert mich ein bisschen dran. Des Abends musst du zu Hause sein? Den Reim habe ich ja noch nie gehört. Erklärt auf jeden Fall, warum die Straße tot ist. Mausetot. Oh, eine Maus! Piep, piep, piep. Also sind wir in das Cartwheels. Dave, alle zu Hause. Was ist das? Ich hab's! Ding, 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 ja, ding, dann haben wir den Fall heute beendet und können dann... schlafen gehen. Ja. Denn wir sind ja heute beim Godwin's Day und müssen dann auch... ja. Essen. Essen, ja. Stimmt. Pork. Ja. Man macht aus Park einfach Pork. Schinken. Fall abgeschlossen. Ich muss echt mal sehen, ob ich eine andere Emulator-Version finde, bei der es schneller läuft. Lösen. Diesen Fall lösen. Ja. Die Straße ist tot. Seht, da liegt sie. Mitten auf der Straße, so eine zweite. Das Rätsel um das Geschenk ist geledigt. Geledigt? Geledigt, das heißt geschieden.